Historischer Brückenschlag an der Weser. General Carsten Jakobsohn, stellvertretender Inspekteur des deutschen Heeres, und General Sir James Everard, sein britischer Amtskollege, besuchen zusammen die Mindener Pioniere. Ihre gemeinsame Fahrt mit der Amphibie M3 hat Symbolcharakter. Nur deutsche und britische Pioniere können mit ihren Amphibien M3 Fähren und Schwimmbrücken bauen. Ist etwas in der NATO Einmaliges, diese Fähigkeit. Und die Tatsache, dass wir hier Deutsche und Briten zusammen haben, ist auch etwas in dieser Form Einmaliges. Wenn man sich anguckt, wie weit hier die Zusammenarbeit geht, wie tief die Integration ist bei den Mannschaftsdienstgraden, wie die Soldaten zusammenarbeiten. Alleine der Moment, wenn sie eine Brücke schließen oder zwei Fähren zusammenfahren, wie dann deutsche und englische Soldaten an dieselbe Stelle springen und die richtigen Sachen, die richtigen Handgriffe automatisch machen, das ist schon beeindruckend. Was mir dabei gefällt, ist, dass sie alle Pioniere sind und genau wissen, was sie tun. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir in Zukunft arbeiten müssen. Seit Jahren üben deutsche und britische Pioniere hier in Minden. Sie ergänzen sich mit ihren Amphibienfahrzeugen und profitieren von unterschiedlichen Erfahrungen. Christian Bäumer, der Zugführer des ersten amphibischen Brückenzugs, erklärt, was das Besondere an seinem Zug ist. Die Amphibie an sich gilt als das schnellste Brückengerät der Welt. Wir haben keinen Schutz, keine Bewaffnung und dementsprechend ist Schnelligkeit das Einzige, was wir haben. Und dementsprechend müssen wir das schnell üben, öfters üben, so lange, bis es sitzt. Dabei verstehen Deutsche und Engländer sich hervorragend. Die Amtssprache ist Englisch, das nutzen wir hier. Grundsätzlich ist es sehr einfach, weil die Amphibie feste Begriffe hat, so will ich es mal nennen, die eigentlich nur im Englischen zu lernen sind von meinen Soldaten und dementsprechend spricht man auf dem Gewässer schon dieselbe Sprache. Hier wird also nicht nur gemeinsam multinational ausgebildet, sondern auch die Interoperabilität vorangetrieben. Über diese Brücke üben die Amerikaner, die Polen, andere NATO-Partner. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wird diese Brücke über die Weichsel gelegt werden in einer Übung in Polen. Vor einem Monat ist sie in Portugal über einen Fluss gelegt worden im Rahmen einer Großübung der NATO. Und das zu können mit den Soldaten von zwei Nationen, wo es nicht auf die Sprache ankommt, sondern wo es um das Können und das gegenseitige Verstehen ankommt, das ist das Besondere an dem, was wir heute gerade gesehen haben. Am Ende der Übung in Minden ist eines klar. Diese Zusammenarbeit muss weitergehen. Ich bin sowohl mit unseren deutschen als auch mit unseren englischen Jungs sehr zufrieden. Und das ist bei Pionieren so, wenn man sie arbeiten sieht, dann spielt die Farbe der Uniform plötzlich keine Rolle mehr. Und man sieht hier lauter fleißige Pioniere, die gemeinsam eine Brücke bauen. Und was gibt es eigentlich Besseres, als Brücken zu bauen? Und wenn man dann hinterher auch noch strahlende Gesichter sieht, dann macht das gleich doppelt Freude.